Das Interesse richtet sich auf die Moorfläche gegenüber. Die Jäger sind zum ersten Mal hier. Im Spiel von Schatten und Gegenlicht stiehlt sich wie ein Phantom ein alter Zwölfender am Waldrand vorbei. Spischek hat gerade noch Zeit, ihn kurz anzusprechen, und schon ist er im weiten Dickicht verschwunden. Diese wilde Fläche wird für den Abendansitz ausgewählt. Die Weiden bieten gute Deckung und die großen Kiefern können gegebenenfalls als Aussichtsturm benutzt werden. Im Forstamt Chavovo gibt es überall solche heimlichen Ecken. Ein Traum für die Hirschbrunft. Auf der Rückfahrt die Nachricht, ein älterer Hirsch sei angeschweißt worden. Er soll nach dem Schuss hochflüchtig abgegangen sein. Der Jagdgast ist verzweifelt. Kriegsrat wird gehalten. Hier ist wieder einmal Assa gefragt. Keiner konnte zu diesem Zeitpunkt wissen, was dem Nachsuchengespann bevorstand. Assa wird an den Riemen gelegt und fällt sofort die frische Schweißfährte an. Der Hirsch wurde auf der Wiese beschossen. Die Fährte führt in den nahegelegenen Wald und im Halbkreis wieder zur Wiese zurück, anschließend wieder in den Niederwald. Schweiß ist gut vorhanden. Man vermutet einen hohen Hinterlaufschuss. Ein Stück Röhrenknochen bestätigt die Vermutung. Die Rotfährte führt zu einem Bachlauf. Hier beginnt Assa zu faseln. Wahrscheinlich ist der Hirsch im Wasser weitergezogen. Das geht nicht. Da erfinden zurück, so Spur wir. Der Hund ist immer richtig. Ja, klar. Das hier. Ah, Assa, hörst du? Er ist hier rüber gekommen. Endlich hat Assa den Auswechsel gefunden und liegt wieder sicher im Riemen. Dann signalisiert der Hund, dass sie dicht am Hirsch sind. Assa wird geschnallt und stiebt auf der Wundfährte davon. Leider nicht fährtenlaut. Jetzt heißt es warten. Bange Minuten bis zum Standlaut. Gdzie tu te scelane byki idą ranne? No. Endlich, der Standlaut des Rüden. Szczeka tam, nie? Marek, daj auto. Chodź, dawaj się, samochód dawaj. Jetzt schnell in Richtung Beil. Der Hund braucht Unterstützung. Die letzten Meter. Es muss möglichst lautlos geschehen, damit der Hirsch nicht wieder ausbricht. Der Hund hat den Geweihten gestellt. Man hört das Schlagen des Geweihs.
Der Wind ist günstig. Spischek muss auf 30 Meter ran und versucht, im unaufgeasteten Fichtenstangenholz eine Schusslücke zu finden. Spischek ist sich nicht sicher, ob der Fangschuss sitzt. Stecker, jag nicht Stecker. Der Hund ist jedenfalls dem Hirsch stumm gefolgt. Der Hund braucht jetzt ungefähr eine Stunde, dann finden wir wieder. Da ist er schnell weggelaufen und er nur, wo Spuren sind. Langsam. Ja. Das ist ein ganz anderer Hund. Zwar ist Assa nicht fährtenlaut, aber ein zuverlässiger Todverweiser. Sollte der Hirsch liegen, kommt der Hund zurück und führt zum verendeten Wild. Und in der Tat. Plötzlich ist der Hund wieder da und wird an den Riemen gelegt, um zum Hirsch zu führen. Ich weiß das hier. Ja, ich weiß. Oh, jetzt ist es fahrbar. Der Hirsch ist mit Spischeks Fangschuss immerhin noch 50 Meter gegangen. Große Erleichterung beim Nachsuchen gespannt und beim Gastjäger. Ich habe so gesehen, ja. Spischek wäre ich wohl ewig in Erinnerung behalten. So, was Schlimmes. Die Diagnose war richtig. Der hohe Hinterlaufschuss bestätigt sich. Ja, das ist ein Schuss. Viele Menschen können essen. Lange in Kühle, ja. Kühlkeit, frieren. Ja. Und dann schöne Beize, Rotwein, bisschen Balsam, Essig. Na, bravo, doch. Nach eingehender Begutachtung wird das Haupt abgeschärft und zum Abkochen gebracht. Jannik ist Waldarbeiter und wird jährlich zur Hirschbrunft angeheuert. Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Jagdführer, sondern versteht es auch, die Geweihe fachgerecht und sauber zu präparieren. Seine Frau hilft ihm dabei. Auch aus anderen Forstämtern bringt man ihm die Trophäen. Seine gute Arbeit hat sich rumgesprochen. Es kommen schon eine Menge Geweihe pro Saison zusammen. Und zusammen, weiß nicht. 200. Okay. Der am Morgen erlegte 16 Ender ist eine Rarität. Einen circa 15-jährigen Hirsch schießt man nicht alle Tage. Alle Masse auf du, wszystko. Masse auf dole, nie, to masse to widać.
Tutaj te oczniaki takie, wiesz, i tutaj... Er war 14, 15 Jahre alt. Nur hier kann man solch einen Hirsch erlegen. Was für ein Hirsch. Die genaue Kennzeichnung der verschiedenen Trophäen erfolgt mit großer Sorgfalt. Vermessen, Ermitteln der Geweihgewichte, Wasserstoffperoxidbehandlung, ja sogar das Verpacken der Schädel in Plastiktüten wird vor der Abreise der Jagdgäste erledigt. Banjar, spokój. Ich hatte das Glück, dass zu Beginn meines Lebens nur große Dinge um mich standen und dass sie große Schatten warfen, bekannte der ostpreußische Dichter Ernst Wiechert, der in einem Forsthaus in Peitschendorf, dem heutigen Pietzki, geboren wurde. In dieser großartigen Waldlandschaft lernte er die Achtung vor der Natur und den Menschen. Das Großartige dieser Landschaft ist bis heute zu spüren. Wie geplant ging es zum Abendansitz auf die am Morgen ausgewählte einsame Moorfläche. Die Hirsche schreien schon um 3 Uhr nachmittags. Auf der einen Seite befindet sich ein weitgestrecktes Wiesental, auf der anderen Seite unsere Moorfläche. Ein Bock zieht durch den Schilfstreifen. Auch bei ihm schimmert schon die Winterdecke durch. Eine alte Kiefer dient Spischek als Aussichtsturm, der begleitende Jagdfreund als Leiter. Auf der Wiese äst eine Ricke in den letzten Sonnenstrahlen. Ein alter Hirsch, gerade der Sule entstiegen, forkelt den Boden. Ein Baum verdeckt dem Jäger Sicht und Schussmöglichkeit. Auf der Moorfläche meldet ein sehr guter mittelalter 14-Ender.